Herzlich willkommen. Ich befinde mich hier im Adlon, denn hier präsentiert der Stardesigner Harald Glöckler seine neue Glöckler Tapetenkollektion. Diese neueste Kollektion des vielseitigen Designers setzt völlig neue Maßstäbe. Im kleinen Wintergarten des Adlon Hotels präsentierte der Stardesigner Harald Glöckler seine märchenhafte digitale Wandbilder mit Models, die die Motive mit Pflanzen und Tiere als pompöse Roben vorführten. In ein paar Monaten wird Harald Glöckler am Dschungelcamp teilnehmen. Demnach gibt es seine eigene Dschungeltapetenkollektion für das heimische Haus. Wir bekommen eine pompöse, aber völlig neue Dschungelkollektion, eine Kollektion, die gar nicht für den Dschungel erst gedacht war, sondern ich hatte diesen Wunsch, ja, ein bisschen in den 80er, 90er Jahren hatte man diese Palmentapeten, ja. Bei den Golden Girls überall waren die auch an der Wand hinten. Und irgendwie dachte ich, Mensch, so im Lockdown, so eine Palmentapete mit Vögeln und so Wildnis, das wäre doch schön, wenn man da sitzt, guckt da gegen eine graue Wand, wäre es doch eigentlich schöner, man hat irgendwie ein Urlaubsfeeling, ja. Ich so Südsee, sowas war so mein erster Gedanke. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit der Firma Marburg, habe gesagt, ich hätte gerne Tapeten, da sollten aber vielleicht ein paar wilde Tiere drauf sein, Paradiesvögel, die habe ein paar gezeichnet. Ich habe dann auch sehr viele Wandbilder gemalt, die wir auch haben. Und dann haben sie mir neben den Wandbildern dann eine Kollektion umgesetzt von den Bestandteilen, die ich geliefert habe. Und das ist sie hier und ich finde, die ist sehr gelungen und sehr schön und bringt sehr viel Leben in die Wohnung. Man muss ja auch jetzt nicht den ganzen Raum machen. Man kann ja eine Wand zum Beispiel machen mit solchen Palmen, Paradiesvögeln und den Rest in Grau oder in Weiß oder in Creme oder auch nur verputzt. Ja. Und das war so der Grundgedanke. Und dann dachte ich mir, eigentlich passt es ja zum Dschungel. Eigentlich ist es ja eine Dschungelkollektion. Ja. Und das war so der Hauptansatz. Und deine Models hier tragen ja deine Kollektion. Wie sehr hat das denn Spaß gemacht, das zu designen, diese wunderschönen Kleider? Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und aber es gehören natürlich auch dann die Schneiderinnen dazu, die das dann umsetzen können. Und die Idee war eben, ich dachte, wie präsentiert man eine Tapetenkollektion? Jetzt kann man die Tapetenrollen zeigen, das ist aber jetzt nicht so spannend. Und deshalb dachte ich mir, dann machen wir, das hatte ich schon mal gemacht, dann machen wir doch schöne Kleider und stecken schöne Mädchen rein, ja. Und da haben wir wirklich sehr, sehr hübsche Damen gefunden hier, also, ja. Und, aber in Berlin gibt es nur hübsche Damen. Und haben dann diese wunderbaren Kleider entworfen und die eine oder andere Dame hat auch schon gesagt, Mensch, das wäre ein toller Auftritt abends mit dem Kleid irgendwo zu erscheinen, ja. Das wär's. Dein Einzug im Dschungelcamp, wie groß ist die Herausforderung? Och, die Herausforderung ist, sagen wir, auch nicht größer wie mein anderes Leben auch. Mein ganzes Leben war ein Dschungelcamp, ja, wenn man so will. Aber es ist spannend, es ist aufregend, es ist was Neues. Ich saß noch nie im afrikanischen Dschungel, abgesetzt, ja. Noch Ängste so von kleinen Tieren? Von Ängsten habe ich, nein, ich habe mich von Ängsten frei gemacht, ja. Weitestgehend. Also eigentlich nicht. Ich habe keine Angst vor großen Tieren, vor kleinen eigentlich auch nicht. Und ich bin ein Junge vom Land. Also da hat man als Kind im Keller im Dunkeln schon mal in die Kartoffeln gegriffen und hatte eine Ratte in der Hand statt der Kartoffel. Also das kam in der Kindheit schon mal vor. Also da darf man nicht so erschrocken sein. Ja. Also du bist vorbereitet und jetzt während des Lockdowns hast du dich auch verändert. Du hast deine Haare kurz. Ja. Wie fühlst du dich? Du siehst wunderbar aus. Dankeschön, das freut mich. Ich fühle mich ganz, ganz wohl und erleichtert, weil ich habe jetzt überhaupt kein, ich habe diese ganze Arbeit nicht mehr. Und nicht nur das, ich habe natürlich ein bisschen noch nachgelegt, aber ich habe ja auch permanent Make-up überall. Das heißt, ich wache ja fast morgens, fast so auf wie jetzt. Der Lidschatten ist drauf, alles ist permanent. Ich wache geschminkt auf, der Traum jeder Frau eigentlich. Und fürs Dschungelcamp natürlich ideal. Ich werde der Erste sein, der geschminkt aus dem Dreck schaut, ja. Und das ist so für mich morgens, also ich spare jeden Morgen wenigstens eine halbe Stunde, ja. Und da habe ich ein bisschen Tattoo noch gemacht hier am Hals und ja, und da, so. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl und vielen Dank, das freut mich, dass es dir gefällt. Wir freuen uns auf deine Tapeten und auf deinen Einzug in den Dschungelcamp. Vielen Dank. Danke, ciao.